Bayern 2. Tagesgespräch mit Stefan Parisius. Grüß Sie. Das Landgericht in Köln hat vor ein paar Wochen ein Urteil gesprochen, das seitdem nicht nur in Deutschland, sondern weit über die Grenzen hinaus für Diskussionen sorgt. Es sagt, kurz gefasst, die religiös motivierte Beschneidung von Buben erfüllt den Tatbestand der Körperverletzung. Die Religionsfreiheit der Eltern zählt demnach weniger als die körperliche Unversehrtheit des Sohnes. Betroffen sind vor allem Juden und Muslime in Deutschland, für die die Beschneidung entweder als ein Gebot Gottes gilt oder zumindest als eine gebräuchliche Norm. Ein Viertel oder sogar ein Drittel der männlichen Weltbevölkerung ist beschnitten. In der arabischen Welt über 80%. Die UNO sieht die Beschneidung teilweise als einen Bestandteil von AIDS-Prävention. Andere dagegen warnen vor Traumata, die bei Jungen zurückbleiben, wenn ihnen die Vorhaut entfernt wird, ohne dass sie selber darüber entscheiden können. Was denken Sie drüber? Rufen Sie uns an im Tagesgespräch, heute in Bayern 2 oder im Bildungsfernsehen BR Alpha. Gebührenfrei aus allen Netzen unter der Nummer 0800 94 95 95 5. Nochmal 0800 94 95 95 5. Körperverletzung oder Glaubensritual? Wie stehen Sie zur Beschneidung von Jungen in Deutschland, fragen wir heute. Die Justizministerin, Frau Leutheusser-Schnarrenberger, rät jetzt zu Verfassungsklagen gegen dieses Urteil von Köln. Das israelische Parlament, die Knesset, ist verärgert. Der erste Präsident rät seinen Kollegen, wegen der unklaren Rechtslage den Eingriff zurzeit nicht durchzuführen. Also ganz gut vielleicht, dass wir darüber reden heute, um ein bisschen mehr Information zu finden, wie das nun tatsächlich sich verhält. Das tun wir mit unserem Studiogast, Professor Dr. Heiner Bielefeld, dem Philosophen. Grüß Gott. Ja, grüß Gott, Herr Parisius. Herr Bielefeld, Sie sind die Idealbesetzung für dieses Thema, weil Sie haben einerseits in Erlangen-Nürnberg einen Lehrstuhl für Menschenrechte und zweitens sind Sie UN-Sonderberichterstatter über Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Das sind genau also die Konflikte, um die es hier geht. Was ist höher anzusetzen, die Menschenrechte oder die Religionsfreiheit? Nun, die Religionsfreiheit ist selbst natürlich ein Menschenrecht. Sie ist ein wichtiges Menschenrecht, schließt übrigens auch ein das Elternrecht zur religiösen Erziehung, zur religiösen Sozialisation der Kinder. Aber die Religionsfreiheit steht natürlich nicht isoliert, sondern im Kontext anderer Menschenrechte. Und manchmal kann sich das sehr kompliziert verheddern, wie in diesem Fall. Wir haben ja in der Tat unterschiedliche menschenrechtliche Ansprüche. Da ist das Recht auf körperliche Unversehrtheit, das elterliche Erziehungsrecht, die Religionsfreiheit. Und wir müssen schauen, dass wir all diesen Menschenrechten in optimaler Weise gerecht werden können. Man könnte jetzt den Eindruck kriegen, dass in diesem Urteil möglicherweise unsere christlichen Werte unzulässigen Menschen übergestülpt werden sollen, die nun mal nach ganz anderen Regeln zusammenleben wollen. Naja, irgendwelche christlichen Bezüge weist das Urteil gar nicht auf. Man hat eher den Eindruck, dass da ein religionsskeptischer Ton angeschlagen wird, auch wenn man sich anschaut, die Literatur, die das Urteil zum Teil zitiert, die kommt großenteils eher generell religionsskeptisch rüber. Also im Namen christlicher Werte ist ja nicht recht gesprochen worden, sondern es wird in Anschlag gebracht, das Recht des Kindes auf körperliche Unversehrtheit, ein ganz wichtiger Punkt. Aber eben unzureichend zur Geltung kommen die Religionsfreiheit und das elterliche Erziehungsrecht, das auch die religiöse Sozialisation umfasst. Deshalb glaube ich, dass die schwierige Balance, die es zu finden gilt, hier in dem Urteil nicht erreicht ist. Und ich sehe es auch so, dass durch dieses Urteil, wie ja auch in der Anmoderation von Ihnen gesagt worden ist, Rechtsunsicherheit entstanden ist. Und da müssen wir schauen, wie wir da jetzt angemessen mit umgehen. Dem entnehme ich aber, dass Sie über diese Entscheidung zumindest auch nicht besonders glücklich sind, weil Sie eben keine Klarheit schaffen. Also ich bin mit der Entscheidung nicht einverstanden, um das sehr deutlich zu sagen. Nicht, weil ich denke, dass man über diese Fragen gar nicht diskutieren soll. Ganz im Gegenteil, wir tun es hier, wir tun es anderswo. Aber das Urteil setzt nun in die Welt, dass die Beschneidungspraxis, jetzt, und wir reden über Beschneidung an Knaben, das hat gar nichts zu tun mit der Geschlechtsverstümmelung an Frauen, eine völlig andere Sache, dass diese Praxis, die ja zum Teil aus nicht religiösen Gründen durchgeführt wird, aber im Judentum, im Islam
eine besondere Tradition ist, dass diese Praxis als solche strafwürdig sei. Und das hat ja auch schon Konsequenzen gezeitigt, etwa der Gestalt, dass, soweit ich das weiß, das jüdische Krankenhaus in Berlin im Moment keine Beschneidung mehr durchführt. Es ist zu fürchten, dass Beschneidungen jetzt eher in die Illegalität abgedrängt werden, möglicherweise auch durch Kurpfuscher, durch gar nicht qualifiziertes Personal durchgeführt werden oder eine Art Beschneidungstourismus ins Ausland stattfindet. Auch unter dem Gesichtspunkt des Kindeswohls, der ja hier vorrangig zur Geltung gebracht wird, halte ich das Urteil für in der Tat ein Fehlurteil, für ein verheerendes Urteil sogar. Mhm. Nicht die Diskussion, die müssen wir führen. Da gibt's auch eine Menge Gesichtspunkte. Ich bin da auch nicht am Ende des Lernprozesses. Aber das Urteil, glaube ich, ist ein ganz verhängnisvolles Signal. Also diese Diskussion wollen wir führen. Genau deswegen sind wir ja hier im Tagesgespräch, 10:50. Und der Vergleich, den Sie gerade schon mal angedeutet und dann ausgeschlossen haben, der bewegt auch viele Hörer gleich den ersten. Ich sage nochmal schnell die Nummer 0800 94 95 95 5. Wenn Sie mitreden wollen, 0800 94 95 95 5. Wir sprechen heute über die Beschneidung aus religiösen Motiven in Deutschland. Thomas Kressmann, grüß Sie. Ja, grüß Gott. Ja, natürlich weiß ich, dass das eigentlich ein Unterschied ist, aber ich beziehe mich jetzt schon auf eigentlich namhafte Soziologen, auch Psychoanalytiker, zum Beispiel Sam Keen aus den USA, ein wichtiger, Wissenschaftler, der auch viele Männergruppen initiiert hat. Und der sieht es schlichtweg als Körperverletzung und sieht da auch einen Zusammenhang, welche Völker ihre Jungen beschneiden lassen und die Gewalttätigkeit auch dieser Völker. Und er sieht es irgendwie als einen Initiationsritus an, der einfach zu gewalttätig ist, der einfach nur Schmerz verursacht und mit nichts zu rechtfertigen ist. Und deswegen finde ich auch ganz wichtig, dass wir das vollkommen außen vor lassen, ob das was mit der Religion oder sonst was zu tun hat. Es ist einfach ein Gewaltakt, und der gegen den Willen an kleinen Kindern, an Säuglingen teilweise vollzogen wird. Und das haben wir nicht zu tolerieren. Das ist ganz wichtig. Also wir können die Religionsfrage nicht außen vor lassen, weil es geht ja genau darum, um religiös motivierte Beschneidung. Aber es gibt keinen religiösen Grund. Naja, das können wir mal versuchen rauszufinden, Professor Bielefeld. Wie ist denn die religiöse Motivation eigentlich? Nun, für das Judentum ist die Mehrheitsposition sehr eindeutig, dass nämlich dies als eine religiöse Verpflichtung gilt. Und zwar abgeleitet aus dem ersten Buch Mose, aus der Tora, also aus dem Kern der jüdischen Offenbarungsschriften, wo dieses als eine verbindliche Vorschrift, als Bundeszeichen zwischen dem Volk Israel und Gott angeführt wird und als verpflichtend gilt. Mhm. Im Islam ist es ein kleines bisschen anders. Wir haben im Koran keine unmittelbare Erwähnung dieser Praxis. Allerdings im weiteren Sinne gilt es als Bestandteil der Tradition. Also auch zurückgeführt wird es auf den Propheten Abraham, den Propheten Muhammad. Das heißt, in beiden großen Religionen, im Judentum noch klarer als im Islam, gilt dies weitgehend als eine religiöse Verpflichtung. Übrigens, um es kurz zu sagen, das schließt nicht aus, dass es auch in beiden Religionsgemeinschaften andere Tendenzen gibt. Auch da finden natürlich Diskussionen statt. Es gibt Minderheiten, die da von der bisher herrschenden Linie auch abgehen. Also insofern kann man über vieles reden, aber man muss zur Kenntnis nehmen, dass dieses eine starke religiöse Motivationslage hinter sich hat. Das rechtfertigt nicht alles, aber es rechtfertigt zunächst einmal schon eine ganze Menge. Also nämlich, es kommt das hohe Rechtsgut, Religionsfreiheit, ein Menschenrecht, auch hier mit in die Waagschale. Was ja nicht heißt, dass alle anderen Gesichtspunkte rausfliegen. Nein, aber klar, das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Das sind genau diese Waagschalen, die wir versuchen müssen abzuwägen. Dankeschön, Herr Kressmann. Manfred Hübner am Telefon. Grüß Sie. Guten Tag. Schönen Gruß in die Runde. Ich persönlich finde das, ich möchte das jetzt gar nicht so intellektualisieren, ich persönlich finde das einfach als eine Körperverletzung an einem Kind, das gar nicht frei selbst entscheiden kann, was es möchte. Und das kann wohl kaum irgendwie die Grundlage oder ein Bestandteil einer Religion sein. Ich selber muss sagen, natürlich, ich bin ausgetreten aus der evangelischen Kirche. Ich komme aus mir selbst. Ich brauche keine Glaubensgemeinschaft, aus der ich meine Identität beziehe. Die beziehe ich aus mir selber. Hm. Und das verstehe ich einfach nicht, dass die, auch mein selbst, mein Verstand, ich verstehe es nicht, wie man sowas machen kann, wie man Kinder
körperlich gewalttätig verletzen kann, ob sie wollen oder nicht. Und das wird dann legalisiert durch eine Religion und durch einen angeblichen Gott, wer das auch immer sein mag. Der wird hier anscheinend personifiziert, dieser Gott. Ne? Naja, das ist halt eine Frage der Religionen, wie sie da stehen. Aber kann man denn vielleicht, Herr Bielefeld, eins noch dahinter schauen? Also was steht möglicherweise hinter diesen Normen oder hinter diesen Geboten? Die haben ja oft oder manchmal auch ganz pragmatische Gründe. Ist das tatsächlich ein Zeichen von Machtausübung, die da passiert? Geht es um das äußerliche Merkmal, an dem Mitglieder der Religionsgemeinschaft zu erkennen wären? Oder hat es hygienische Gründe möglicherweise, die sich dann so umgeformt haben, dass es zu diesen Normen geworden ist? Naja, da gibt es viele Spekulationen, die auch mehr oder weniger begründet sein können. Ich möchte mich selbst da nicht allzu sehr einlassen. Also ich bin ja nicht jemand, der aus diesen Traditionen selbst stammt. Ich bin weder Jude noch Moslem. Mein Bezugspunkt ist die Religionsfreiheit. Und bei der Religionsfreiheit geht es zunächst mal nur zur Kenntnis zu nehmen. Dies ist für viele Menschen Bestandteil ihrer religiösen Identität. Sie, Herr Hübner, sagen, sie beziehen die Identität aus sich selbst. Das respektiere ich natürlich ganz und gar. Und es gibt Menschen, für die diese Tradition eine außerordentlich wichtig ist. Das hat ja im Judentum sogar geradezu politischen, militärischen Konflikten geführt, wenn man an die Makkabäer-Geschichten denkt, im zweiten Jahrhundert vor Christus, wo damals die griechisch-hellenistische Herrschaft versucht hat, diese Praxis zu verbieten, die Praxis der Beschneidung. Es hat Aufstände dann im zweiten Jahrhundert nach Christus von den Römern. Also das ist eine ganz lange Geschichte, die für viele, gerade Angehörige des Judentums, tatsächlich identitätsstiftend ist und letztlich auf die heiligen Bücher zurückgeht. Ich muss das ja auch persönlich nicht nachvollziehen können. Meine Aufgabe sehe ich nicht darin, jetzt selber die religiösen Quellen auszulegen, sondern ich stelle nur fest, es ist für Menschen wichtig. Und das sind ja übrigens Menschen, die kein Interesse daran haben, ihren Kindern Gewalt anzutun. Also all die medizinischen Fragen, psychologischen Fragen, die müssen natürlich bedacht werden. Aber das Interesse ist ja nicht, hier grausame Initiationsrituale durchzuführen, sondern ein Kind in die Familie mit einzunehmen, in auch die religiöse Gemeinschaft mit einzunehmen. Wie gesagt, das kann man unterschiedlich jetzt spekulativ weiterdeuten, ob das auch hygienische Vorschriften hat, das sagen ganz viele. Andere kommen noch zu sonstigen Spekulationen über Autoritarismus und so weiter und so fort. Also ist aber nicht mein Ding. Alles klar. Gut. Ich wollte ja nur fragen, weil kann ja gut sein, ist ja oft so, dass sich solche Dinge dann einfach eben so übersetzen, solche Motivationen. Aber wir können jemanden fragen, weil Sie sagen, in den Familien, wo das in der Familie eine Rolle gespielt hat, Dankeschön, Herr Hübner. Aische Berber ist die nächste Anruferin, 0800 94 95 95 5, unsere Nummer. Frau Berber, grüß Gott. Ja, hallo, guten Tag, Erich. Also, ich finde, als ich das erste Mal gehört habe, habe ich wirklich gelacht. Also erstmal richtig gelacht habe ich. Wegen des Körperverletzung oder sowas. Also das ist auch bei Judentum oder bei Islam, es ist halt ein Ritual und es bleibt auch Ritual. Und das heißt jetzt nicht, Deutschland will es so haben, das ist jetzt nicht mehr legal. Und dann diese Tourismus, die 50% von islamischen Gläubigern, die lassen das sowieso in der Türkei machen und feiern dann dementsprechend auch hier nachträglich. Sie sind ja selber eine gebürtige Türkin, ne? Ja, ich habe 3 Brüder. Okay, und wie ist das da abgelaufen? Bei denen 3, also die sind ja schon mittlerweile sehr älter, also der Jüngste ist gerade mal 35 und ich erinnere mich noch ganz gut, es ist alles in der Türkei abgelaufen. Okay, obwohl die auch in Deutschland gelebt haben, das heißt, da war dieser Tourismus auch... Wir sind ja hier in Bayern aufgewachsen und es ist alles in der Türkei abgelaufen und es wird auch demnächst. Das interessiert ehrlich gesagt die Leute, die muslimische Vereine oder sowas nicht so sehr, dass jetzt Deutschland sozusagen in Anführungsstrichen sagt, es ist jetzt verboten, es ist jetzt Körperverletzung. In welchem Alter war das denn bei Ihren Brüdern? Das war damals, ja, mit 6.
Mit 6? Mit 5? Ja. Das ist schon spät, fast spät. Also das ist, ja, das ist ja auch sehr, schon früher. Das ist ja auch sehr unterschiedlich, Herr Bielefeld. Und darauf zielt ja auch dieses Urteil teilweise ab. Nämlich, wann kann ein Kind selbst entscheiden oder mitwirken an der Entscheidung? Bei den Juden ist es ja teilweise noch viel früher. Also das ist ja am 6. Tag, glaube ich. Ne? Ja, es soll am 8. Tag sein. Ne? Das heißt, ja. Da geschieht es mit Säuglingen. Im islamischen Kontext geschieht es mit Kindern, im Allgemeinen vor der Pubertät. Das heißt, das sind in der Tat Kinder oft in einem Alter, wo dann die Eltern für sie entscheiden. Ja, das ist natürlich eine Frage, über die man diskutieren kann. Das Elternrecht hat natürlich Grenzen. Eltern können nicht alles machen mit den Kindern. Die Kinder sind ja nicht ihr Besitz, sondern ihre Obhut angegeben. Aber Eltern machen das in der Überzeugung, dass es gut ist für das Kind. Sie machen es nicht in der, Absicht, ein grausames Ritual durchzuführen. Wie gesagt, trotzdem, man kann darüber diskutieren. Und es wird ja auch in den Religionsgemeinschaften zum Teil darüber nachgedacht, die Praxis zu verändern. Nur eins muss uns klar sein. Durch strafrechtliche Drohungen werden wir es niemals schaffen. Das wäre eine völlig vermessene Vorstellung, eine so tief verwurzelte rituelle Praxis abzustellen. Es wird im Gegenteil auch für das Kindeswohl nur von Nachteil sein, wenn nämlich dann die Praxis außerhalb möglicherweise hygienischer, kontrollierter Bedingungen eher in der Illegalität stattfindet. Frau Berber, das heißt, für Sie war es, nun waren Sie nicht selber betroffen, aber für Ihre Brüder, für Sie war es in erster Linie ein schönes Familienfest. Ich höre Sie ein bisschen... Für Sie war es, ich wollte fragen, für Sie war das in erster Linie dann wahrscheinlich ein schönes Familienfest, schlicht und ergreifend. Ja, damals war es jetzt nicht so, dass wir so groß gefeiert haben. Der wurde beschnitten und die wurden beschnitten alle und es war nur ein Familienritual. Und mittlerweile ist es in modernen Gesellschaften, in muslimischen, machen die daraus halt so wie Mai so eine große Feier, das gehört dazu. Das ist ja genau das, die Eltern erziehen ja Kinder muslimisch oder christlich. Und im christlichen Sinne wird das Kind im Kommunion und Firmung und es wird ja alles. Und so müsste man das eigentlich auch sehen, diese Beschneidung. Naja, gehört halt zum Religion. Ja, aber also, nun ist ein Aschekreuz auf der Stirn vermutlich tatsächlich weniger Körperverletzung als das Entfernen der Vorhaut. Ja, das gibt es ja mittlerweile Betäubungs, das war früher auch so, aber haben Sie selber Söhne? Ich habe leider 3 Töchter, Gott sei Dank. Leider 3 Töchter? Nicht leider, sondern dieses Thema würde mich schon stören, deswegen leider. Ja. Wenn ich jetzt Söhne hätte, ich würde sagen, also ich bin zwar hier aufgewachsen, kulturell, aber ich habe auch meine eigene Erziehungsmethoden, Erziehungscharakter entwickelt, wo ich von beiden Seiten ziemlich viel genommen habe, von beiden Kulturen. Okay, aber, aber dadurch, dass Sie Gott sei Dank 3 Töchter haben, hat sich die Frage für Sie nie gestellt. Ja, also, okay. Aber ich würde, es ist halt wirklich umsonst, diese Debatte, muss ich ehrlich sagen. Also, okay, danke schön, Frau Berber. In Karlsburg ist Renate Bauer. Ja, grüß Gott. Dieses Urteil ist ein himmelschreiendes Fehlurteil. Es ist unmöglich. Ich habe mich, als ich dieses Urteil gehört habe, richtig aufgeregt. Ich muss vorausschicken, ich bin weder Muslima noch Jüdin. Mhm. Ich kenne allerdings Juden, erwachsene Juden, und von denen ist keiner traumatisiert, nur weil ihm die Vorhaut fehlt. Ich kenne auch Muslims, auch erwachsene Muslims. Auch von denen hat keiner irgendein Trauma zurückbehalten oder das bei ihm jetzt noch andauert. Und dann musste ich noch was dazu sagen. Es gab eine Zeit, da wurden in Deutschland Kinder zwangsweise, vom Staat aus zwangsweise körperlich verletzt. Das war zu der Zeit, als die Pockenschutzimpfung noch Pflicht war. Die Pockenschutzimpfung wurde mit einer messerartigen Spritze durchgeführt. Aber mit einer anderen Motivation. Vielleicht hilft es uns, wenn wir wirklich jetzt bei einer religiösen Motivation bleiben. Darf ich dazu kurz noch was sagen? Eine Impfung, egal welche Impfung, kann stärkere Folgen haben als jetzt das Entfernen der Vorhaut. Und deshalb
möchte ich Sie beglückwünschen, dass Sie mit Professor Bielefeld einen Sachverständigen sich ins Studio geholt haben, der nicht hysterisch darüber denkt, sondern der seinen gesunden Menschenverstand auch behalten hat. Okay, vielen Dank. Vielen Dank für die Glückwünsche. Aber vielen Dank. Ich würde auch gerne das unterstreichen. Sie sagen ein himmelschreiendes Fehlurteil. Ich will nur mal einen Satz herausnehmen, der mir besonders deutlich macht, dass hier mit dem Thema Religion überhaupt gar nicht angemessen umgegangen wird. Da sagt das Gericht nämlich tatsächlich, durch die Vornahme der Beschneidung werde dem Kind die Möglichkeit genommen, später über seine Religionszugehörigkeit selbst zu entscheiden. Da kommt dann tatsächlich mal die Religionsfreiheit vor, aber vollkommen verdreht, als sei mit der Beschneidung ausgeschlossen, dass ein Kind später sich von seinem Glauben distanziert oder ganz andere Richtungen einschlägt. Also wenn das stimmen würde, was die Richter da schreiben, oder dann hieße das, die Geschichte des Christentums hätte gar nicht beginnen können. Denn am Anfang waren das alles Beschnittene, die ihren jüdischen Glauben verändert haben und dann schließlich einen neuen Glauben gegründet haben. Also das ist zum Teil wirklich haarsträubend, was da drin steht. Also jedenfalls, es fehlt an der Sensibilität für ganz wichtige Dimensionen in diesem Komplex. Ich weiß, es hat viele Dimensionen, die müssen alle reinkommen. Das Urteil ist da ganz einäugig und von daher unangemessen. Und das gerade vor dem Hintergrund, und deswegen würde ich Sie mal in Ihrer anderen Funktion noch ansprechen als UN-Sonderberichterstatter, wobei es in anderen Bereichen jetzt angeht, aber dass gerade die Vereinten Nationen sogar teilweise Serienbeschneidungen mit ins Auge fassen oder die Beschneidung in afrikanischen Ländern auch zur Prävention eingesetzt wird, gegen HIV, gegen die Übertragung von anderen Viren. Also es geht in genau die andere Richtung. Ja, also da bin ich vorsichtig mit Äußerungen, weil ich schlichtweg nicht den medizinischen Sachverstand habe, den man bräuchte, um das im Einzelnen einzuschätzen. Aber ich habe natürlich jetzt auch reingeschaut in die Studien der Weltgesundheitsorganisation, auch der UN-AIDS-Organisation, die sich ja auch zum Thema männliche Beschneidung äußern. Die Weltgesundheitsorganisation kommt zum Ergebnis, also dass es jedenfalls nicht eindeutig schädlich ist, mindestens nicht, vielleicht sogar nützlich sein könnte. Die UN-AIDS-Organisation geht eher sogar in die Richtung, es in mancher Hinsicht zu empfehlen. Vielleicht kann ich noch eins draufsetzen. Der UN-Kinderrechtsausschuss hat sich auch gelegentlich mit dem Thema beschäftigt, aber die Praxis der Knabenbeschneidung nie als solche attackiert, sondern immer nur darauf hingewiesen, dass oft die Bedingungen unzureichend sind. Also unhygienische Bedingungen, das kann dann zu ernsten Komplikationen, zu Beeinträchtigungen, zu schlimmen Folgen sogar führen. Also ist aber wichtig, das zu sehen. Also die Organisation, also die der UN-Ausschuss, der speziell zuständig ist für die Kinderrechte, hat bislang die Praxis der Beschneidung als solche nicht attackiert, sondern nur gesagt, wir müssen es vernünftig durchführen, fachgerecht, unter hygienischen Bedingungen. Und also das setzt aber voraus, dass man es eben nicht als solches kriminalisiert. Und deshalb weist das Urteil von Köln, glaube ich, in eine ganz falsche Richtung. Den medizinischen Sachverstand holen wir uns jetzt in die Sendung. Begrüße Professor Dr. Johannes Weißmüller, Chefarzt für Urologie und Kinderurologie am Klinikum Aschaffenburg. Grüß Sie. Grüß Gott. Sie haben schon ein bisschen mitgehört, Herr Weißmüller. Vielleicht können wir erstmal noch ein bisschen aufklären und fragen, wie denn die Praxis, die gängige bisher bis zu diesem Urteil in Deutschland überhaupt ist. Also diese religiös motivierten Beschneidungen. Wir haben gerade schon von Anrufern gehört, naja, da wird eh in die Türkei gefahren. Werden die überhaupt in Kliniken wieder ihren durchgeführt? Das wurde früher durchgeführt. Es war nur keine Krankenkassenleistung, sondern die Patienten mussten das selbst bezahlen. Seit Jahren, seit es in die Diskussion gekommen ist, dass es auch strafrechtlich ungeklärte Zustände gibt, haben wir das nicht mehr durchgeführt. Nicht aus Überzeugung, sondern eben um Straftatbestand zu vermeiden. Das heißt, letztlich haben Sie damit an Ihrer Klinik das schon vorweggenommen, was jetzt der Ärztepräsident ja empfiehlt, generell diese Eingriffe erstmal nicht mehr zu machen. Ja, das ist richtig. Nochmal ein bisschen medizinisch. Es geht ja um die Frage der Selbstbestimmtheit des Kindes und um die Frage, in welchem Alter die möglicherweise einsetzt. Rein auf den Eingriff bezogen jetzt, in welchem Alter ist denn dieser medizinische Eingriff am sinnvollsten? Tatsächlich schon als Säugling?
wie das bei den Juden teilweise gemacht wird? Nein, medizinisch sinnvoll ist es, denke ich, vor der Einschulung. Das ist vor allem aus psychologischen Gründen dann sinnvoll, weil die Buben sich dann vergleichen, wenn sie auf der Toilette stehen und da Unterschiede feststellen. Zu dem Zeitpunkt sollte das eigentlich durchgeführt sein. Medizinisch ist es in den ersten 2 bis 3 Jahren nicht sinnvoll, wenn keine Komplikationen einer Vorhautenge auftreten. Das heißt, wenn Entzündung oder Blasenentleerungsstörung auftreten, ist es natürlich im Säuglingsalter auch sinnvoll und angezeigt. Aber zunächst mal, so gerade diese Praxis am 8. Tag oder so, ist medizinisch eigentlich sogar vielleicht kontraproduktiv, weil das noch gar nicht genügend ausgebildet ist? Ohne Narkose das durchzuführen, wie es ja immer gemacht wurde und sicher auch noch gemacht wird, ist deshalb nicht zu vertreten, weil man heute weiß, die Säuglinge verspüren genauso Schmerz. Früher hat man gedacht, in dem Alter spüren die gar keine Schmerzen. Und ein gewichtiges medizinisches Argument ist die Narkose, die wir natürlich, wenn wir es im Krankenhaus oder in Arztpraxen durchführen, auch anwenden. Im ersten Lebensquartal sollte man Narkosen nur unter zwingender Indikation einsetzen. Wobei, Professor Bielefeld, das mit der Narkose sowieso bei diesen religiösen Riten wahrscheinlich eher die große Ausnahme ist. Auch jetzt bisher schon, oder? Davon gehe ich aus, ohne das im Einzelnen zu wissen. Da bin ich jetzt etwas vorsichtig, da will ich mich nicht zu Aussagen versteigen, die ich nicht im Einzelnen gecheckt habe. Herr Weißmüller, es haben einige Anrufer, beziehungsweise wir haben vorhin auch schon mal versucht, ein bisschen möglicherweise zu ergründen, was hinter dem Gebot, dem Religiösen stehen könnte, also welche Motivation da sein könnte. Und da scheint es viel Unsicherheit zu geben. Ein paar Anrufer gab es auch, die gefragt haben, schlicht und ergreifend, hat diese Beschneidung eigentlich Einfluss auf die Potenz? Nein, überhaupt nicht. Aufs Lustempfinden? Auch nicht. Und das weiß ich deswegen, weil ich erwachsene Männer, die im Erwachsenenalter beschnitten wurden, nach ihrem Sexualerleben vor der Beschneidung und nach der Beschneidung befragt habe. Und die sind einhellig der Meinung, dass sich da nichts verändert hat. Und in solchen Beratungsgesprächen mit den Kindern solcher Väter ist es dann der Vater, der sagt, das hat mir nicht geschadet, machen wir es bei dem Buben auch. Die Mütter sind sich da oft unsicher in der Entscheidung, aber solche Väter, die beschnitten sind, auch im Erwachsenenalter beschnitten sind, die sprechen in der Regel dafür. Das heißt also, da ist schon mal ein ganz klarer Unterschied, unabhängig davon, was wir vorhin schon hatten, von der Grausamkeit des Eingriffs zu der Verstümmelung von jungen Mädchen. Ja, weil da geht es ja motivational zunächst mal, Herr Bielefeld, rein um die Verringerung von sexueller Lust und von sexuellem Empfingen. Das spielt hier ja offensichtlich gar keine Rolle. Genau, und deshalb ist ja auch angemessen in dem Fall nicht mehr von Beschneidung zu sprechen, Mädchenbeschneidung, Frauenbeschneidung, sondern von Verstümmelung. Das ist der Ausdruck, der sich auch weitgehend durchgesetzt hat. Auf Englisch Female Genital Mutilation, abgekürzt dann FGM. Es geht um die weibliche Geschlechtsverstümmelung, die ja in unterschiedlichen Varianten auch geschieht, aber doch dazu beiträgt und auch soll wohl, das Sexualempfinden stark einzudämmen oder sogar zu zerstören. Und deshalb, also diese Dinge zu parallelisieren, wie es in den letzten Tagen in der Debatte oft auch passiert ist, das geht, glaube ich, in eine ganz falsche Richtung. Was hat das jetzt für Konsequenzen für Sie, Herr Weißmüller, wenn Sie sagen, Sie haben eh schon vorher jahrelang diese religiösen Beschneidungen nicht mehr durchgeführt an Ihrer Klinik? Sehen Sie das jetzt ganz gelassen oder wünschen Sie sich mehr Klarheit, um möglicherweise sogar wieder mehr dieser Eingriffe vornehmen zu können und die dadurch besser geordnet ablaufen zu lassen? Ja. Ich wünsche mir absolute Klarheit, denn es gibt viele Muslime, die es gerne in geordneten medizinischen klinischen Einrichtungen durchführen lassen möchten und nicht von einem wandernden Beschneider. Juden habe ich hier diesbezüglich noch keinen Kontakt gehabt. Da kann ich das so nicht beurteilen. Ich würde das aber im ersten Lebensquartal ablehnen. Ich kann nur aus meiner Erfahrung erzählen, dass ich einmal vor Jahren 2 Brüder
mit schwersten Nachblutungen nach einer Beschneidung durch einen wandernden Beschneider ins Krankenhaus bekommen habe. Hm. Und da ist für mich ganz klar, Beschneidung aus religiösen Gründen kann ich akzeptieren, werde ich auch durchführen, aber unter ganz geordneten medizinischen Verhältnissen. Also auch da letztlich der gleiche Tenor wie bei Herrn Bielefeld. Wir brauchen eine Klärung, um da geordneter vorgehen zu können. Dankeschön, ja. Herr Weißmüller nach Aschaffenburg. Bitte sehr. Vielen Dank. 0800 94 95 95 5, die Nummer ins Tagesgespräch, wenn Sie mitreden wollen. 0800 94 95 95 5. Michaela Groß aus München. Ja, ich grüße Sie ganz herzlich. Ich habe, muss zunächst erstmal dem Professor Bielefeld in allem, was er bisher gesagt hat, da ich selber evangelische Theologie studiert habe, zustimmen. Ich bin da absolut seiner Ansicht. Aber was mir noch besonders Sorgen machen könnte, wäre, dass eventuell die fundamentalistischen Moslems das jetzt auch zum Anlass nehmen könnten, das Ganze politisch neu aufzuhalten. Mhm. Ja, ich kann mir vorstellen, Frau Groß, dass sich da Konfliktakteure auf beiden Seiten gerne auch hochschaukeln. Das ist ja das. Es gibt ja eine Gefahr, dass wir wirklich in eine Art Kulturkampf einsteigen. Und also manche der heftigen Äußerungen, die man so erlebt hat, im Internet ist es ja alles immer noch viel heftiger als in den journalistisch verarbeiteten Medien, deutet darauf hin, wir haben einen Kulturkampf. Und da sind immer zwei Seiten dran interessiert. Da gebe ich Ihnen recht, da besteht auch die Gefahr, dass manche aus dem islamistischen Lager sagen, jetzt seht ihr es, das ganze Integrationsgeschwätz, alles Unsinn, die wollen uns nicht hier und wir ziehen unsere Konsequenzen, indem wir uns sozusagen innerlich und vielleicht auch anders, nicht nur innerlich, von dieser Gesellschaft abkehren. Ne? Mhm. Auf der anderen Seite, da können sich auch alte antisemitische und neue und alte anti-islamische Ressentiments wieder daran festmachen oder manchmal auch so eine allgemeine Stimmung, weg mit dieser Religion, das ist doch alles nur Spuk. Also da müssen wir aufpassen. Ich glaube, auf beiden Seiten, so nicht nur die von Ihnen angesprochenen islamischen Fundamentalisten, da soll man hingucken, klar, sondern auch auf der anderen Seite, also bei den islamkritischen Gruppen, wie sie sich selber nennen, ist manchmal etwas schönfärberisch genannt, denn da wird richtig gehetzt, aber auch in manch antisemitischen Kreisen sieht man jetzt natürlich Oberwasser. Ne? Und da müssen wir auch gucken, dass das nicht passiert. Und wie kommt's im Islam an, Mohammed Jumaili aus Raublingen? Herr Jumaili? Jetzt ist er nicht mehr da. Dann nehmen wir Marian Lux. Grüß Gott. Grüße ich in die Runde. Herr Lux. Also ich bin der Meinung, dass das Urteil vielleicht in der Sache etwas das falsche Thema hatte, nämlich die Beschneidung, die ich persönlich nicht für besonders schädlich halte. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, dass das Recht des Kindes auf freie, selbstbestimmte Entwicklung deutlich höher anzusiedeln ist als das Recht der Eltern auf religiöse Erziehung. Und in der Hinsicht, finde ich, hat das Gericht durchaus die richtige Entscheidung getroffen. Ja, wo ist denn da das Kriterium, Herr Bielefeld? Lassen Sie uns das mal durchdeklinieren. Also wir hatten es ja vorhin schon mit Kommunion, ja. Erstkommunion oder Firmung. Gut, da waren Sie dann immer älter. Ja, ja. Aber wo setzt denn die Entscheidungsfreiheit des Kindes ein? Da gibt es keinen Konsens, was die rechtliche Lage angeht, international nicht. Aber trotzdem gibt es natürlich ein paar Dinge. Das eine ist eindeutig verbrieft im Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte, Religionsfreiheit. Da steht eindeutig auch drin, Recht der Eltern über die religiöse Erziehung und das heißt aber auch im weiteren Sinn die religiöse Sozialisation der Kinder zu entscheiden. Das ist schon Bestandteil auch von Religionsfreiheit, dass Kinder auch vertraut gemacht werden können mit Religion. Religion ist ja nicht irgendein Gegenstand, den man dann, naja, sich aussuchen kann aus dem Warenkatalog, sondern es geht darum, auch mit religiöser Praxis vertraut zu werden. Da haben die Eltern zunächst einmal auch sozusagen eine Anleitungskompetenz. Auf der anderen Seite gibt es die Kinderrechtskonvention und die sagt auch,
Das Kind muss berücksichtigt werden, und zwar in dem Maße immer mehr, wie sich seine Fähigkeiten entwickeln. Das ist natürlich bei einem Säugling was völlig anderes als bei einem pubertierenden Jugendlichen. Und in Deutschland haben wir ja sozusagen zwei Grenzen markiert, nämlich 12 und 14 Jahre. Ein 12-jähriges Kind kann nicht mehr gegen seinen Willen zu einer Religionspraxis gezwungen werden, die das Kind ablehnt. Und mit 14 Jahren ist das Kind dann tatsächlich religionsmündig, kann also auch, kann sich nicht nur wehren gegen Dinge, sondern kann auch selber sagen, nein, ich trete jetzt aus, aus der Kirche, ich will auch keinen Religionsunterricht. Das ist in Deutschland so entschieden, international gibt es aber keine sozusagen klaren Zäsuren, wo das eine gegen das, in das andere immer mehr überblendet. Ist halt sehr säkular am Ende, Herr Lux. Wie würden Sie es ansetzen? Wo, welchem Alter, oder würden Sie sagen, dass Eltern überhaupt nicht ihre Kinder religiös anleiten sollen? Nein, also ich denke, eine Anleitung finde ich vollkommen in Ordnung, aber in dem Augenblick, wo es eben diese Teilhabe beschneidet, nehmen wir das Beispiel der Teilnahme an Sportunterricht oder an Aufklärungsunterricht, ob jetzt von christlich-fundamentalistischen oder eben von muslimisch-fundamentalistischen Eltern, da finde ich, geht etwas zu weit, weil die Kinder in ihrer freien Entwicklung eindeutig eingeschränkt werden und nicht nur angeleitet, sondern beschränkt. Ja, ja, deshalb gibt's ja auch die Schulpflicht bei uns im Grundgesetz. Die Schulpflicht ist Ausdruck eines wichtigen Menschenrechts, nämlich des Rechts auf Bildung. Und das ist ein Kinderrecht, das der Staat manchmal auch verteidigen muss gegen die Eltern, ne? Da gibt's sehr komplizierte Konstellationen. Und insofern ist ja nicht so, dass das Elternrecht alles andere übertrumpft. Wenn es jetzt um Sportunterricht geht und solche Dinge, da würde ich immer noch sagen, so wie das auch die Gerichtsbarkeit in Deutschland ja vor 20 Jahren entwickelt hat, wenn es wirklich um einen Gewissenskonflikt geht, also ehe man ein Kind einer Zerreißprobe aussetzt, hier die Familie, da die Schule, soll man diesem Kind dann doch diese Zerreißprobe ersparen. Da würde ich also einen gewissen Spielraum auch für Befreiungen sehen. Aber das kann nicht heißen, dass die Schulpflicht zur Disposition steht, dass wir sozusagen einfach nach dem anderen abräumen. Angefangen mit Sportunterricht, dann geht's mit Biologieunterricht weiter und so. Ne, das, also Schulpflicht ist ein hohes Gut. Dahinter steht das Menschenrecht auf Bildung. Das kann nicht einfach sozusagen zur Disposition gestellt werden. Aber die Klugheit, kluge Politik besteht ja immer darin, zu versuchen, die Dinge zusammenzubringen. Und Herr Weißmüller hat ja eben auch gezeigt, wir können es zusammenbringen. Also das Interesse des Kindes, das Interesse der Eltern, die Fragen der Religionsfreiheit. Manchmal klappt es nicht so leicht. Dann sozusagen wie mit einem Schwertschlag das auseinanderzutrennen und zu sagen, okay, das eine übertrumpft das andere. Ich glaube, das ist eine falsche Politik. Wir sollten versuchen, es zusammenzubringen, auch wenn es nicht immer einfach geht und manchmal vielleicht auch tragische Konflikte übrig bleiben. Naja, vielleicht ist gerade dieser Schnitt ja nötig gewesen, um ihn dann letztlich auch überwinden und heilen zu können. Wäre ja zu wünschen. Ferdinand Müller in Kitzingen. Ja. Grüß Sie. Ja, grüß Sie, nicht wahr? Ich möchte ein Beispiel nennen, nicht wahr, dass Beschneidung sehr nützlich sein kann, ja. Ich bin nicht beschnitten worden, ja, von klein auf, ja, und kam dann noch im Krieg, ich bin mittlerweile über 86 Jahre alt, ja, kam in den Krieg und kam von der Gefangenschaft nach Hause und wollte mich melden, ja, irgendwie einen Beruf ergreifen, da habe ich mich bei der Polizei gemeldet, ja, und die Polizei, der Polizei hat mich untersucht und hat gesagt, nicht wahr, gell, Sie werden nicht eingestellt, bevor Sie sich beschneiden lassen, beziehungsweise Ihre Phimose ärztlich nicht mehr behandeln lassen. Und da stand ich vor der Frage. Also bin ich ins Krankenhaus und habe mich dort vorgestellt, nicht wahr, wurde beschnitten, nicht wahr, und dann bin ich bei der Polizei angestellt worden. Und es hat Ihnen offensichtlich nicht geschadet? Überhaupt nicht. Und ich bin der festen Meinung, ja, die Beschneidung ist, kann nur für einen Jungen, ja, von frühester Kindheit an nur nützlich sein. So haben Sie es jedenfalls erlebt. Vielen Dank, Herr Müller. Janette Rowling-Keitel aus Untersteinbach. Grüß Gott. Hallo. Ich möchte einen Aspekt, der etwas ähnlich ist, eigentlich erwähnen. Ich bin Australierin und vor etwa 50 Jahren ist mein Sohn in Australien geboren. Und etwa drei bis vier Tage nach der Geburt kam die Krankenschwester ins Zimmer und fragte, ob er dann beschnitten werden sollte, so wie es üblich war in Australien. Wir waren keine Juden, keine Muslims.
mein Mann war beschnitten, sein Bruder war beschnitten, mein Vater war beschnitten. Das war einfach damals üblich. Es galt als irgendwie eine hygienische Maßnahme und wir haben das nicht anders betrachtet, als wenn man das dem Kind auch eine Impfung verabreicht. Ja. Und dass es jetzt als schwere Körperverletzung betrachtet wird, sein soll, also finde ich wirklich merkwürdig. Das hatte also gar nichts mit Religion zu tun. Ich weiß auch nicht, ob das noch so gehandhabt wird in Australien, denn ich wohne seit Jahren in Deutschland. Mhm. Aber damals war es einfach das Übliche. Es ist teilweise einfach ja kulturell bedingt und da gibt es ja auch große Unterschiede. Herr Bielefeld, in Amerika, glaube ich, ist der Trend stark rückläufig, aber es sind auch noch über 50%, denke ich, habe ich gelesen, der Männer, die beschnitten sind. So habe ich das auch gelesen. Ich habe auch gelesen, dass es in Australien rückläufig sei, aber nach wie vor verbreitet. Okay. Ne, und die Welt, ich glaube, Sie haben es in der Anmoderation ja schon gesagt, die Weltgesundheitsorganisation schätzt die Zahl der beschnittenen Männer weltweit auf 30% ungefähr. Wir nehmen mal einen, Dankeschön, aber für diese Sicht aus Australien auf alle Fälle. Wir nehmen mal jemanden, der angerufen hat und eine andere Sicht hat, auch aus praktischen Erfahrungen. Professor Felix Rüdiger Giebler aus Friedrichstadt. Grüß Gott. Grüß Gott, Giebler aus Friedrichstadt. Ich habe also hunderte von solchen Operationen durchgeführt in der Klinik. Selbst habe ich eine Klinik auch für plastische und wiederherstellende Chirurgie und bin mit diesem Thema befasst. Ich glaube, die Entscheidung des Landgerichtes ist mehr als eindeutig und richtig. Und weil ich halte das für absolut undenkbar, diese genitale Beschneidung an Jungen, aber auch an Mädchen beeinträchtigt die körperliche Unversehrtheit und es ist ein Eingriff in die Persönlichkeit des Kindes, nach meiner Ansicht eine Verstümmelung, die der Menschenwürde nicht entspricht. Haben Sie denn religiös motivierte Beschneidungen auch gemacht oder nur medizinisch? Aus medizinischer Indikation. Nur aus medizinischer Indikation. Ja, Sie nennen jetzt hier Mädchenbeschneidung in Anführungszeichen und Jungenbeschneidung in einem Atemzug. Das ist relativ ungewöhnlich. Ich bin bewusst, weil es letztendlich darum geht, dass wir also eine rechtswidrige Körperverletzung durchführen als Ärzte. Ja, das wissen Sie ja ganz genau. Da gibt es den Einschub der Einwilligung. Und ich habe das direkt und parallel auch gesehen, weil es de facto so ist. Und diese Bescheidungsrituale gehen ja auf etwas ganz Unchristliches zurück. Das sind ja letztendlich nur die Reste von Kindstötungsrituale. Da hat ein Mann namens Türke darüber geschrieben. Und ich glaube nicht, dass eine moderne Weltreligion sich auf solche Sachen noch beziehen müsste. Der letzte Schniepel wird dann auch noch abgeschnitten. Es gibt also keine grundsätzliche, von ärztlicher Sicht, eine grundsätzliche Verletzung des Rechtsstaates des Kindes, aus welchen ideologischen Gründen auch immer. Und die Religionsfreiheit wird damit überhaupt nicht tangiert. Wenn Sie die Religionsfreiheit an der Vorhaut festmachen, dann Dankeschön, das ist ja fürchterlich geradezu. Naja, also ich meine, die Religionsfreiheit zu definieren ist ein Großteil auch Sache der Menschen, die selber sagen müssen, was ist für sie Bestandteil ihrer Religion, ihrer Identität. Und wenn in großen Teilen der islamischen Welt, wenn das Judentum in seiner ganz überwältigenden Mehrheit davon ausgeht, das ist konstitutiv für unsere religiöse Praxis, dann sind wir noch nicht am Ende. Da müssen wir uns schon noch genau anschauen, was da passiert. Aber dann kann man den Gesichtspunkt der Religionsfreiheit nicht einfach rauskippen. Das geht gar nicht. Also ich denke, die Körperverletzung des Kindes steht im Vordergrund. Und die Einwilligung der Eltern, wie weit sie greift, das muss juristisch geklärt werden. Aber die Körperverletzung ist einfach da. Und das hat mit Religion und Weltanschauung gar nichts zu tun. Es ist so, dass das Selbstbestimmungsrecht des Kindes im Vordergrund steht. Ich halte das für abwegig daran, eine Religionsfreiheit festzumachen. Eine andere Religionsfreiheit sagt, wir müssen das erste Kind opfern, wie es in der Bibel steht. Das erste männliche Kind. Was ist denn, was sagen Sie denn dazu? Man muss dann extremis diese Sachen dann festmachen. Ja, also Sie greifen jetzt wirklich in die polemische Trickkiste. Das ist natürlich völlig klar, dass die Religionsfreiheit nicht ein Freibrief für alles Mögliche ist. Religionsfreiheit kann beschränkt werden und Religionsfreiheit würde zum Beispiel niemals
ein Rechtstitel dafür sein, Menschen zu töten. Da gibt es auch andere Beispiele übrigens, wo die Religionsfreiheit beschränkt werden kann. Und die Frage ist jetzt hier, was für einen Eingriff haben wir tatsächlich vor uns liegen? Ich bin nicht der Mediziner, ich bin überhaupt kein Mediziner und von daher reklamiere ich auf dieser Ebene keine Expertise. Aber wir haben ja nun von Herrn Weißmüller beispielsweise gehört, dass er das wenig gravierend einschätzt. Es ist natürlich ein Eingriff, deshalb verlangt es eine Einwilligung. Eltern können aber auch Einwilligungen bis zu einem bestimmten Grade vollziehen und dann ist die Rechtswidrigkeit nicht gegeben. Übrigens auch der Herr Montgomery, Bundesärztepräsident, wurde ja schon mal angesprochen, bedauert ausdrücklich dieses Urteil, weil es tatsächlich der ärztlichen Kunst und angemessener Durchführung dieser Praxis im Sinne des Kindeswohls eher den Weg versperrt. Ja, und das dann halt dann im Zweifel zu wandernden Beschneidern führt. Ich wusste bis dahin auch gar nicht, dass das gibt. Vielen Dank, Professor Giebler. Ich will jetzt mal zwei Hörer zusammenschalten, die vielleicht ganz unterschiedliche Erfahrungen selbst damit gemacht haben. Marius Domingo wäre der Erste. Sie kommen aus Afrika? Ja, ich grüße Sie. Ich komme aus Westafrika, genau aus Benin. Und bei uns die Beschneidung, erstmal für mich, es ist ein Unding jetzt, wenn man sagt, es wäre eine Körperverletzung. Die Beschneidung bei uns, es ist ein Ritual. Und durch dieses Ritual, aber hat nicht mit die Religion zu tun. Früher war es so, dass die Kinder bis 16, 17 nicht beschneiden werden. Und dann werden sie in den Wald geschickt und dort findet diese Beschneidung statt. Mhm. Und wenn die Wunde geheilt ist, dann sind sie ein Mann. Dann darf er auch an Mädchen dran machen, sonst freue ich mich, er darf es nicht und kriegt auch keine Mädchen. Und okay. Sieht man nur so, ein Mann, der nicht beschneidet ist, kriegt bei uns keine Frau. Da werden die Frauen schreien und sagen, um Gottes Willen, hier gibt es noch einer, der nicht beschneidet ist. Heutzutage ist ein bisschen anders von dem Prozess her, die Männer werden als Kind beschneidet. Ich bin zum Beispiel mit 6 beschneidet zu Hause. Das ist eine Entscheidung der meiner Eltern. Ja, aber eben tatsächlich bei Ihnen also nicht aus dem Islam motiviert, sondern einfach als Erwachsener. Überhaupt nicht. Erwachsen hat nichts mit Religion zu tun. Und Sie ja, haben genau, nicht, erwachsen werden. Genau. Und Sie haben aber den Eindruck einer Körperverletzung deswegen logischerweise nicht. Nein. Nein. Dann bleiben Sie mal dran. Ich hoffe, die Leitung bleibt so gut, weil ich würde gerne mal den Ahmed Khan noch dazu nehmen. Bei Ihnen war es aus religiösen Gründen, richtig? Ja, hallo, Interesse. Ja, es ist, glaube ich, so, dass Ritual und Religion, alles ist gemischt und niemand kann das entscheiden. Ich glaube schon, das kommt aus Saudi-Arabien, also ich meine aus arabischen Ländern, die erobert haben und die Islamisierung mitgebracht haben und die haben ihre eigene Kultur und Ritual mitgebracht. Das ist heute Religion. Keine Sorge, das arabische Ritual. Ja. Und die haben dann natürlich damals, weiß nicht, wie die hygienische Gründe, die sagen. Ja, wie sind denn Ihre Erfahrungen konkret damit gewesen? Also ja, also das ist so, dass nicht nur bei uns, also in ganz muslimischen Ländern, da ist nicht so wie hier. Moderne Mediziner, die haben das als Assistentarzt oder so gemacht, glaube ich, das war keine richtige Betäubung. Und stellen Sie sich mal vor, ich war, weiß nicht, 6 oder 5. Und ich habe ein Verschmissen gehabt. Die haben meine Füße und Beine festgehalten, Papa, Bruder und Onkel und so weiter. Und stellen Sie sich mal vor, sie können nichts machen. Ich schreie wie verrückt. Aber das ist egal. Das geht und dann ein Mann oder so, was soll das? Was soll das? Ich wäre der Mann und er wäre nicht akzeptiert später. Aber wenn ich jetzt weiß, dass ich entscheiden konnte, dann hätte ich das nicht gemacht. Ja. Herr Domingo, wie war das bei Ihnen? Sie sagen jetzt, das war wichtig, um zum Mann zu werden, aber haben Sie das damals als 6-Jähriger oder wie alt Sie waren, auch tatsächlich genauso empfunden? Weil der Vorgang als solches ist ja erstmal schmerzhaft. Zumal wenn er nicht unter Narkose, das war bei Ihnen ja auch nicht so unig mit Ärzten. Genau, bei uns gibt es nicht mal eine Narkose. Es passiert einfach zu Hause. Schmerzen schon, aber wissen Sie, wenn man in einer Gesellschaft geboren ist, wo man weiß, auch so wird gemacht, dann denkt man gar nicht daran, ob jetzt gut ist oder schlecht. Für mich, ich sage heute immer noch, es ist gut und ich kann nur empfehlen. Vor allem, ich lebe jetzt seit 22 Jahren in Deutschland. Ich kann bestätigen, es gibt auch eine gewisse Hygiene. Okay. Wenn der Mann nicht beschnitten ist, deswegen, Sie wissen selber, Sie sind ein Mann, der 3 Tage nicht gewaschen ist, dann stinkt es. Männer gehen auch unter die Dusche, aber die heben nicht die Hornhaut auf und machen ein bisschen. Und das ist
Jetzt. Ich frage mich, wie das, Entschuldigung. Ja. Wenn ja, ich mal sagen, jetzt kommen wir in die praktische Abteilung, wo man dann sagen kann, waschen statt schneiden. Aber das ist klar. Das sind einfach Fragen, die da möglicherweise auch dranhängen. Ich würde nur gerne, dank Ihnen, Herr Domingo, Herrn Kahn fragen, wenn der Herr Domingo das trotz der Schmerzen, die er gehabt hat, als so positive Erfahrung mitgenommen hat und Sie als so negative. Sie sind ja Moslem nach wie vor. Ich weiß nicht, ob Sie Söhne haben, aber wie verhalten Sie sich denn jetzt in der nächsten Generation? Wenn Sie sagen, Sie haben es als so furchtbar empfunden, kommen Sie in Konflikt mit Ihrer Religion, wenn Sie Ihre Söhne jetzt nicht beschneiden lassen würden? Also, ja, das würde ich nicht tun. Natürlich, das würde ich nicht tun. Und da soll dann überhaupt nicht irgendwo darüber reden, na, dass die andere, weil na klar, dass die Frage andere Jungs, naja, ist es, wenn eine muslimische Land ist, klar, dass man es nicht akzeptiert. Aber warum soll man es für anderen machen? Und das ist so, nee, das würde ich nicht machen. Und ja, was soll man sagen, dass wenn er auf hygienische Gründe ist, dann die 5 Milliarden andere Menschen, das nicht die Religion haben und das nicht machen, die sind dann unhygienisch oder die sind krank. Nee, aber lass mal bei den religiösen Gründen tatsächlich bleiben. Würden Sie Ihre Kinder beschneiden lassen, was Sie religiös eigentlich müssten im Islam, nach Ihren schlechten Erfahrungen? Nein, ich habe die Freiheit und das würde ich nicht machen, weil es gibt zwei Sachen. Einmal man sagt in Islam, dass von Gott gewollt ist, oder das soll man machen, der heißt auf Arabisch Fairs. Und dann einmal gibt es das, dass Sudan Mohammed hat auch gesagt, hat, so zum Beispiel, ihr seid natürlich so, der heißt Sunnat. Und diese Beschneidung ist Sunnat. Also, und da macht man aber beide. Das, man sagt man nie, dass irgendwas das nicht machen, weil das von Gott Verpflichtung ist und das von Mohammed. Es ist ja tatsächlich eigentlich, Herr Professor Biederfeld, fast überraschend, wenn man sich anschaut, dass also da seit Jahrtausenden sich etwas offensichtlich hält, was ja Schmerzen macht. Eigentlich müsste man, wäre ein menschlich rationales Verhalten ja zunächst mal, wie der Herr Kahn es sagt, Moment mal, das hat mir so wehgetan, dass ich das also über Generationen und Generationen und Generationen so weitergebe und sich das so hält, ist fast erstaunlich, oder? Ja, also zunächst mal zu dem, was Herr Kahn da sehr eindrucksvoll geschildert hat. Das ist natürlich eine Praxis, die keiner eigentlich wollen kann. Und ich finde deshalb, wir sollten ja auch durchaus reden über den Modus. Also wie wird's denn gemacht? Nicht ob's gemacht wird, sondern wie wird's denn gemacht? Und wir hatten mit Herrn Weißmüller jemanden, der sagt, man kann das in einer Weise durchführen, dass es keinen Schaden hat. Wenn es so passiert, wie Herr Kahn das geschildert hat, dass man da festgehalten wird, sich als völlig wehrlos empfindet und erträgt dann schlimme Schmerzen, das berührt einen. Die Frage, warum hat sich diese Praxis festgehalten? Wahrscheinlich findet man keine nur rationale Antwort. Es gibt ja immer wieder diese Begründung Hygiene, da sagen eine stimmt, andere sagen, kann man auch anders machen. Also für die Geschichte Israels war es ja nun ganz wesentlich, dass das dann auch zu einem Bekenntniszeichen wurde, etwa in der Situation des babylonischen Exils. Ja. Als Juden Angst hatten, wir verschwinden sozusagen als Gruppe. Die Elite ist deportiert worden. Mhm. Und dann auf einmal werden solche Dinge, die hat man vielleicht auch vorher schon gemacht, plötzlich identitätsstiftend. Und sie werden Bestandteil eines Zusammengehörigkeitsgefühls. Ich will das ja gar nicht inhaltlich auslegen. Ich würde mal sagen, von der Religionsfreiheit ist es einfach ein Punkt, den muss man dann zur Kenntnis nehmen. Ganz schnell, weil bis jetzt sehr viel Islam und sehr wenig tatsächlich vom Judentum die Rede war, nämlich schnell noch Lea Reitmann mit dazu aus Köln. Sie sehen nämlich genau die andere Seite, gell? Ja. Ganz schnell, bitte. Ja, und zwar die Beschneidung zwischen den Moslems und dem Judentum haben einen ganz gravierenden Unterschied. Die Babys werden erstens mal auf den Gesundheitszustand kontrolliert. Im Judentum? Dann, ja. Und dann bekommen die einen Tropfen Wein. Und ich muss sagen, ich habe selten ein Baby weinen gesehen dabei. Und die schliefen hinterher wunderbar. Also das ist ein anderes Beispiel, wie es auch sein kann, ein bisschen anders als der Herr Kahn das erlebt hat. Viele Unterschiede darin, viele Differenzierungen nötig, ein paar haben wir gemacht. Ich danke Ihnen allen fürs Anrufen, danke Ihnen fürs Zuhören. Vielen Dank, Professor Biederfeld, auch fürs Mitmachen. Ich denke, da wird noch viel Klärung nötig sein, aber auf dem Weg sind wir ja vielleicht. Dankeschön. Dankeschön Ihnen auch. Münchner Runde, heute Abend im Bayerischen Fernsehen, 7:45, ganz anderes Thema. Kommen wir zur Sache, Herr Schröder, der Altkanzler, ist zu Gast bei Sigmund Gottlieb. Servus.